Herzlich willkommen zu diesem Video der Baum- und Rebschule Scheiber. Heute bin ich mal nicht zu Hause bei uns in Polsdorf, sondern ich bin in Deutschland, in Oppenheim. Und ich habe einen der deutschsprachigen Kirschenspezialisten schlechthin bei mir, den Peter Hilsendegen. Und der zeigt uns jetzt heute, wie man Kirschen als super schlanke Achse erzieht. Viel Spaß! Ja, also wir stehen hier vor einer super schlanken Achse. Die ist mittlerweile zwischen dem 7. und 8. Standjahr. Was wir von Anfang an gemacht haben, war einfach die Bäume gepflanzt auf einen engen Baumabstand, auf einen halben Meter. Damit die gleichmäßig verzweigen, war es wichtig, die ganze Seitenverzweigung wegzunehmen. Also zum Schluss war da einfach nur ein Stecken mit möglichst kurzen Internodien. Das ist also wichtig, dass die Internodien möglichst kurz sind. Warum? Das erkläre ich gleich. Es wird also dann auch nicht zurückgeschnitten, sondern das Ziel muss sein, in dem ersten Jahr kräftiges Wachstum zu erzeugen, dass aus diesen Knospen dann schöne Seitenverzweigungen kommen. Also nach dem ersten Jahr soll die ganze Achse, die dann hier gewachsen ist, ein Stück geht es nach oben, dass sie dann auch gleichmäßig mit Seitenzweigen befiedert ist. Okay. Was für einen Pflanzabstand hast du hier gewählt? Wir haben einen halben Meter Abstand gewählt. Es gibt ansonsten bei dieser superschlanke Achse eigentlich alles von 50 cm bis 1 Meter. Ist also alles machbar und möglich. Wir sind gezielt auf diesen halben Meter gegangen, weil es einfach die Herausforderung war zu sehen, wie eng kann man gehen und wie lang kann man so ein System dann auch halten, um guten Ertrag und gute Qualität zu produzieren. Nach diesem ersten Pflanzjahr, das hat also funktioniert, dass dann eigentlich bei allen Sorten, die wir hier haben, und das ist einmal die Schneiders, das ist hier Cordia, es ist Regina und Axel, dass wir also bei diesen Sorten eine schöne Verzweigung erzielt hatten. Da, wo es noch etwas gehapert hat, hatten wir dann zusätzlich noch gekerbt im zweiten Jahr, um einfach die Verzweigung gleichmäßiger hinzubekommen. Für die Leute, die selbst noch nie gekerbt haben, kannst du es uns kurz erklären? Ja. Kein Problem. Beim Kerben ist vor allem der Zeitpunkt richtig. Und zwar ist es der Moment, wenn die Knospen im Frühjahr dicker werden. Das ist dann meistens bei uns Mitte März, Anfang April der Fall. Mhm. Aber wenn die Knospe anfängt aufzureißen, so ein bisschen grün rausspitzt, das ist ein guter Termin. Und dann in einer Phase, wo es sehr trocken ist, damit keine Infektion reingeht, dann kann ich einfach die Kerbschnitte setzen. Klassischerweise mit einem Messer oberhalb von der Knospe diese Kerbe reinzuziehen. Und zwar richtig dick bis auf den Holzteil. Es kann genauso gut auch mit einer Säge passieren. Wichtig ist, dass der Schnitt nicht zu dünn ist, dass er nicht gleich wieder zuwächst, sondern dass er eine gewisse Dicke hat, etwa 1 Millimeter Breite. Und dann funktioniert es in der Regel gut. Es gibt also einen kleinen Saftstau und die Knospe ist dann mehr dazu angeregt, auszutreiben. Okay. Genau. Ja, das waren also die Aktionen im ersten Jahr und dann war der erste Sommerschnitt fällig. Damit haben eigentlich die Schnittarbeiten begonnen. Und diesen Sommerschnitt kann man auch hier sehen. Also alles, was so ab dem zweiten Jahr gelaufen war, hat sich eigentlich jetzt auch konsequent fortgeführt bis zum jetzigen Stadium. Ja. Dieser Sommerschnitt sieht so aus, dass alle diese einjährigen Triebe reduziert werden. Also von vorne muss die Spitze weg. Etwa ein Drittel bis zur Hälfte kann eingekürzt werden. Wir haben das bei den kleinen Bäumen noch von Hand gemacht. Inzwischen fahren wir mit der Maschine durch, was man dann hier auch sehen kann. Mhm. Da ist also im September. Eine gerade Linie. Genau. Im September ist einmal die Maschine durchgefahren, hat einen Großteil der Äste dann schon pinziert. Ein paar bleiben natürlich zurück, die jetzt hier in der Mitte noch stehen. Man könnte die von Hand schneiden, aber wir haben seit dem letzten Jahr darauf verzichtet. Mhm. Das ist der erste Schnitt und der Hauptschnitt eigentlich, der erfolgt. Durch diesen Rückschnitt haben wir die Möglichkeit, dass hier kann man sie sehen, die Blütenknospen, die hier schon sichtbar sind, die werden durch die Triebspitze eigentlich etwas ausgebremst. Und wenn die Triebspitze abgeschnitten ist, dann können die sich besser entwickeln und meistens gelingt es sogar, dass noch eine von diesen etwas unentschlossenen Knospen, wo man nicht genau weiß, gibt es Blüte, gibt es Blattknospe, die werden dann nochmal sicher zur Blütenknospe. Also, ich habe jetzt hier schon, was ich sehe, 1, 2, 3, 4, 5 Blütenknospen und wenn ich diesen Schnitt mache, habe ich eben 6 oder 7. Und das erhöht meinen Ertrag am einjährigen Holz. Jetzt ist vielleicht die Frage, warum einjähriges Holz? Es gibt ja auch noch anderes Holz, an dem die Früchte hängen können, das ist sicherlich richtig, aber das ganze System zielt eigentlich darauf, den Ertrag vor allem am einjährigen Holz zu haben, aus dem einfachen Grund. Am einjährigen Holz sitzen die Knospen einzeln
wenn ich an ein altes Holz gehe, dann schauen wir uns vielleicht nochmal an, da sehen wir die Bukettriebe und da sitzen die recht immer im Büschel zusammen und dann kann nie die Qualität hervorkommen, weil einfach die Konkurrenz zwischen den Früchten da ist. Am einjährigen Holz habe ich die schön vereinzelt dann hängen und dadurch kann eigentlich einfach eine bessere Fruchtgröße passieren, auch einen besseren Geschmack. Das Blattfruchtverhältnis muss noch stimmen. Deswegen dürfen es auch nicht nur Blütenknospen sein, sondern es müssen vorne auch noch Blattknospen übrig bleiben. Die Anzahl Blattknospen, die kann ich dann mit dem zweiten Schnitt, der dann im Frühjahr erfolgt, dann, wenn ich eben ganz genau zwischen Blüten und Blattknospe unterscheiden kann, ohne wie jetzt dann mühsam zu gucken, was ist, ist das Blüte oder ist das Blatt. Im Frühjahr, kurz vor der Blüte, in den letzten 2-3 Wochen vor der Blüte, kann ich das sehr gut erkennen und dann kann ich meinen Schnitt setzen. Und dann schaue ich Blüteknospe und dann muss mindestens eine Blattknospe da sein. Wir machen es inzwischen so, dass wir alles, was so von Schulterhöhe nach oben geht, auch nur eine Blattknospe belassen. In diesem Zwischenbereich lassen wir 2 Blattknospen und unten 3 Blattknospen. Hier kann man also sehr schön sehen, wie das mit den Knospen sich verhält. Das ist der einjährige Trieb, der hier beginnt. Und an der Basis sehen wir hier sehr schön die Blütenknospen, die ja teilweise schon doppelt oder dreifach ausgeprägt sind. Also hier war schon der Baum sehr gut versorgt, sonst hätte er nur einzelne Blütenknospen angelegt. Und jetzt schaue ich weiter, was es noch an Blütenknospen gibt. Das endet hier an dieser Seite. Auf der anderen Seite ist schon die erste Blattknospe zu sehen, länglich, spitz. Und dann werde ich die auch so belassen, dass ich nur diese Blattknospe dann schneide und die Blattknospe zurücklasse, hinter der Blattknospe schneide. Hast du jetzt darauf geachtet, dass du einen gewissen Abstand zur Knospe hältst oder gibt es beim Schnitt selbst irgendwas, auf was du achtest? Ich achte nur darauf, dass der Schnitt nicht zu dicht an der Knospe dran sitzt. Also so einen halben Zentimeter, Zentimeter von der Knospe weg ist ausreichend, nicht zu dicht dran, damit die Trocknung an der Stelle nicht in die Leitbahnen zur Versorgung der Knospe dann unterbrochen wird. Also deswegen etwas länger den Schnitt, etwas Abstand, aber auch nicht zu weit. Also wir haben jetzt den Sommerschnitt angesprochen, der die einjährigen Triebe reduziert, bis zur Hälfte etwa, beziehungsweise es wird mit der Maschine gemacht. Und dann kommt der zweite Schritt, wo die einjährigen Triebe, die dann übrig waren, nochmal weiter eingekürzt werden, bis auf die Blattknospen vor der Blüte. Zusätzlich kommt noch ein zweites dazu, denn wenn ich das weitermache, das sieht man auch hier sehr schön, da war ein Rückschnitt, da war ein Rückschnitt, da war ein Rückschnitt, da war ein Rückschnitt. Hier ist der nächste. Ich würde immer weiter nach außen wandern, immer weiter vom Stamm weg. Ja. Und deswegen kommt ein weiteres. Wenn sich hier so eine schöne Verzweigung anbietet, dann nutze ich das und nehme den alten Ast hier weg. Mhm. Und dann habe ich hier die Verjüngung. Dieser Rückschnitt sorgt meistens auch dafür, dass von hinten wieder ein neuer Austrieb kommt, den ich dann, ähnlich wie hier oder wie hier zu sehen, den ich dann in 2-3 Jahren dann auch wieder nutzen kann. Also so muss man auch immer konsequent diesen Rückschnitt machen, um dicht am Stamm zu bleiben. Das ist eigentlich schon alles. Und dann können wir loslegen, müssen dann nur bis 3 zählen können. Ja. Also du schneidest oben jetzt immer kürzer, je weiter du nach unten im Baum kommst, desto mehr Knospen findest du. Das war die Erfahrung aus den ersten Jahren. Wir hatten ursprünglich konsequent nur eine Knospe gelassen. So war eigentlich die Idee, wo das System herkommt, aus Italien. Haben dann aber gemerkt, dass der Baum oben immer kopflastiger geworden ist und unten hat er auch immer angefangen, stärker zu verkreisen, wurde unten immer schmaler und es kam kaum noch neuer Austrieb. Ja. Deswegen hatten wir im vierten Jahr angefangen umzustellen und diese, also unten einfach mehr Knospen gelassen, mehr Vegetationspotenzial, mehr Kraft zum Wachsen und das zeigt sich. Natürlich haben wir hier immer oben noch das stärkste Wachstum, das ist noch so drin. Das ist auch nach dem Schnitt bereinigt und wächst dann im Laufe des Jahres wieder etwas stärker im Kopf. Aber was man hier erkennen kann, wir haben an der Basis vitale Triebe, hier einjährige Triebe und die braucht es dann auch für die Fruchtbildung. Und ansonsten hätten wir schon ziemlich degenerierte Bäume in diesem unteren Bereich. So, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Schneiden wir mal ein paar Bäume zusammen. Dann sehe ich also hier die einjährigen Triebe, auf die bin ich fixiert und da schaue ich wieder Blüten, Blüte, Blüte, Blatt, weg. So, das wird hier zu dicht. Raus damit. Das wird hier auch zu dicht. Raus damit. So, das ist ein einjähriger Trieb, den nutze ich. Blüte, 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 Blatt. Das geht also weit raus hier. Das ist ein trockener, nehmen wir auch raus.
So, dann kommen wir hier weiter. Blüte, 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 Blatt, weg. Blüte, Blüte, Blatt, weg. Und das alte Teil auch weg. So, wenn wir hier weiter schauen auf die andere Seite, hängendes Holz mit sehr viel Quirlholz. Das gibt also auch keine gute Qualität. Wenn, dann muss ich das hier schon wegschneiden und kann das dann hier nochmal mitnutzen. Wenn ich sehr viel von diesen Bukettknospen habe, werde ich hier reduzieren. Das habe ich gerade gemacht und werde vorne auch nochmal wegschneiden, um auch hier nicht zu viel Laub oder nicht zu viel Schatten im Sommer zu haben. Hier der nächste Ast. Blüte, 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 Blatt, Blatt, weg und das alte weg. So, das heißt, ich schaue jetzt hier, welchen von diesen einjährigen Trieben werde ich belassen. Der liegt hier drauf, das werde ich dann wegschneiden. Also ist das der einjährige Trieb, den ich hier ziehen will. Ich schaue auch da weiter auf die Blüten. Da ist die letzte Blüteknospe. Blatt, 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 weg, weg, weg. So, dann haben wir also hier diesen ganzen schlanken Baum von der Hälfte fertig geschnitten vor uns. Oben den Kopf, den machen wir extra, wenn wir mal mit der Arbeitsbühne durchfahren, geht es also von oben viel leichter zu machen. Also nochmal wichtig, darauf zu achten, dass wir nur mit diesem einjährigen Holz arbeiten. Die Blütenknospen, die hier dran sind, zur Versorgung dieser entstehenden Früchte. Dann noch immer die passenden Blattknospen dazu. Oben eine Blattknospe, in der Mitte zwei und unten die drei Blattknospen. Und auch immer wieder dieser Rückschnitt, dass also der Baum insgesamt schlank bleibt und nicht immer weiter nach außen wandert und dann irgendwann der Ertrag nachlässt. Du hast uns jetzt schon mal erklärt, wie ihr dieses System in den letzten Jahren aufgebaut, umgesetzt habt und dass es eigentlich sehr simple Regeln gibt, an die man sich beim Schnitt halten kann. Also eigentlich ist das System auch für Laien relativ schnell anlernbar, oder? Sogar für Gartenbauingenieure. Jetzt haben wir natürlich gerade nicht das ideale Wetter. Wir haben weder die richtige Jahreszeit für den Schnitt, du hast genau. Mal schon angesprochen, wann du schneiden würdest, und bei dieser Witterung würdest du es wahrscheinlich auch nicht tun. Gottes Willen, bloß nicht. Die Infektionsgefahr ist natürlich sehr groß, dass man über diese Wunden, die man hier legt, jetzt eine Bakterienkrankheit oder Pilzkrankheit in sich in den Baum zieht. Also generell heißt es schon, nach jedem Schnitt soll es mindestens 2 Tage trocken sein. Das ist so eine Erkenntnis, die einfach mithilft, dass die Infektionen keine Chance haben. Aber der Schnitttermin für das, was ich jetzt zuletzt gezeigt habe, ist ohnehin im Frühjahr, wenn man sehr gut auch Blüten und Blattknospen unterscheiden kann. Im Moment muss ich sehr genau gucken und ich bin sehr unsicher, ob ich da wirklich richtig getroffen habe. Wenn ich dummerweise dann hier mit einer Blütenknospe ende und es gibt vorne dann nur eine Frucht und es ist kein Blatt da, dann wird der ganze Trieb im nächsten Jahr kaputt sein. Und ich habe der wird auch absterben. Er wird noch einmal Frucht haben und dann stirbt er ab. Und ich kriege an der Stelle keinen neuen Trieb mehr. Also von daher ist es wirklich ernst zu nehmen, nicht zu früh zu schneiden, um ganz sicher zu sein, dass der Schnitt mit einer Blattknospe endet. Und deswegen automatisch wird es dann April werden, bis wir diesen Schnitt durchführen. Wie gesagt, in der Regel 2-3 Wochen vor der Blüte ist eine gute Zeit, wo man das dann auch von der Geschwindigkeit her wesentlich leichter und schneller machen kann, als es gerade jetzt der Fall ist. Genau. Und meistens auch bei schönem Sonnenschein. Ohne Winterjacke. Genau. Wir haben vorher davon gesprochen, wie breit ihr hier gepflanzt habt, alle 50 cm. Ja. Gibt es jetzt Sorten, Unterlagenkombinationen, die du für dieses System bevorzugst, oder gibt es welche, mit denen du es sogar abratest? Also wir haben mit dieser Auswahl von diesen 4 Versuchssorten eigentlich sehr schön sehen können, dass es diese Unterschiede gibt. Ideal ist es gelaufen mit Cordia, da hat das Blattfruchtverhältnis immer gestimmt, der Ertrag war bombastisch hoch gewesen und trotzdem war immer noch eine gute Qualität an den Früchten zu sehen. Wenn wir auf andere Sorten gehen, zum Beispiel Axel, die jetzt als für eine Sorte steht, die etwas schwächer verzweigt, die sehr stark vollhängt, die unheimlich großes Ertragspotenzial hat, da ist ganz schnell des Guten zu viel. Die hat sehr viele Früchte, aber dann zu wenig Blätter. Dann geht natürlich ganz schnell die Fruchtqualität zurück. Es gibt dann kleine Früchte, die auch nicht unbedingt optimal von den Geschmackseigenschaften dann sind.
Also die würde ich eher außen vor lassen. Das nächste, was auch schwierig sein kann, ist dann eine Regina oder eine Schneiders, die aufgrund des starken Rückschnitts im Frühjahr nochmal mit starken Wachstumsreaktionen kommt nach der Blüte. Und das heißt dann Fruchtfall. Und das ist bei einer Sorte, die ohnehin nicht zu stark trägt wie Regina oder Schneiders, dann in vielen Jahren so, dass einfach der Ertrag zu gering ist. Also bei diesen Sorten, wenn, dann würde ich da auch einen etwas weiteren Abstand nehmen, dass diese Wachstumsreaktionen nicht zu stark sind und ich auch nicht gezwungen bin, so stark zurückzuschneiden, wie ich das hier mache. Genau. Also ich würde sagen, im Hausgarten wäre es mit jeder Sorte umsetzbar, oder? Genau. Aber im Erwerbsobstanbau, da muss man einfach noch mehr darauf achten. Also sowas in einem Eingangsbereich, wenn für den Zugang zum Haus 5 bis 10 Meter von solchen Bäumen. Ich glaube, da kommt man im Juni, Juli sehr gerne nach Hause. Wenn wir nochmal auf die Unterlage zu sprechen kommen, wir haben hier die Kombination mit Gisela 5 gewählt. Auf einem Standort mit einem 80er Boden, also gute Bodenbedingungen. Und dennoch sorgen wir auch hier mit Bewässerung, mit Fertigation, mit einer Kompostauflage dafür, dass hier ein kräftiges Wachstum erfolgt. Und das ist auch nötig, weil wir von dem Baum auch viel abverlangen. Also es ist auf der einen Seite ein hoher Ertrag, eine gute Qualität, die wir wollen, aber wir müssen den Baum dann auch entsprechend füttern, damit er gut durchkommt. Und bei allen anderen Bedingungen, die keine gute Wachstumsvoraussetzungen haben, würde dieses System auch nicht funktionieren. Also wenn der Boden schlechter ist, dann bitte keine Gisela 5, sondern dann eine etwas stärkere Unterlage. Und so wird man das also dann aneinander anpassen. Also von daher, Gisela 5 als Standard passt sicherlich bei vielen, aber ich muss alles machen, um den Baum am Laufen, am Wachsen zu halten. Okay, dann haben wir eigentlich jetzt eine wirklich umfassende Erklärung zu diesem System gehabt. Du hast genau erklärt, was für ein Pflanzmaterial du ausgewählt hast, für welche Sorten du es empfiehlst, für welche eher weniger, was für Unterlagen, was für Bodenbeschaffenheiten, du hast den Schnitt erklärt. Eigentlich ist das ja fast eine fertige Anbauempfehlung. Ja, loslegen. Aber was man vielleicht nicht oder was man auf jeden Fall noch beachten sollte, ist ganz einfach das Risiko. Auf der einen Seite haben wir jetzt natürlich sehr viele Bäume gepflanzt. Das verschafft uns den Vorteil, das spricht auch für das System, dass ich innerhalb kurzer Zeit hohen Ertrag habe. Ich habe praktisch ab dem zweiten Jahr einen 80-prozentigen Vollertrag und ab dem dritten Jahr schon den Vollertrag. Super. Und das kann ich mit keinem anderen System, zumindest kenne ich kein anderes System, mit dem man das erreichen kann. Das ist ein Punkt. Aber genauso empfindlich ist das System natürlich auch, wenn es im zweiten, dritten Jahr einen Frost gibt oder irgendein Problem mit der Überdachung, mit der Bewässerung oder sonst wie passiert, dann habe ich natürlich auch sehr viel Geld verloren. Genau. Die hohe Investition, die mir es ermöglicht, sehr schnell einen Rückfluss zu haben, ist auf der anderen Seite eben auch das Risiko. Das muss man einfach wissen. Aber für denjenigen, der das Risiko tragen kann, muss ich sagen, ist es auf jeden Fall interessant, das auszuprobieren. Perfekt. Dann würde ich jetzt wirklich sagen, das war jetzt der ideale Abschluss für dieses Video. Peter, ich sage vielen, vielen Dank, dass ich kommen habe dürfen. Und Dankeschön. Dass du mir die super schlanke Achse bei euren Kirschbäumen gezeigt hast. Ihr seid ja ein absolutes Vorzeigeinstitut. Ich komme immer wieder gerne und bin immer gerne mit euch in Kontakt. Immer willkommen hier. Danke.